Noch einmal, strengt euch an, ihr Nichtsnutze! Aufwachen, Polizei! Gleich ist es soweit. Noch ein oder zwei Schläge und wir sind drin. Mon Dieu, was für ein Lärm. Sag, Albert, hast du noch Besuch erwartet? Mir war nicht bekannt, dass dich Männer in Uniform reizen. Obwohl diese ungewaschenen und ungehobelten Barbaren sicherlich nicht die Crème de la Crème ihres Berufsstandes darstellen dürften. Ruhe! Sie reden nur, wenn sie direkt angesprochen werden. Vielleicht verkennen Sie ein wenig die Situation, mein Herr. Dies ist das Stadtdomizil von Albert Barnabas Henslow, dem zweiten Viscount of Warwickshire. Ich sehe Ihnen Ihr ungebührliches Verhalten nach, wenn Sie sich bitte erklären könnten und uns darüber informieren, warum die britische Krone uns zu dieser späten Stunde belästigt und auf brutalste Art der Haustür entledigt. Komm, Oscar, lass es gut sein. Das alles ist sicher nur ein großes Missverständnis, das sich in wenigen Sekunden aufklären wird. Sie sollten besser auf Ihren jungen Gespielen hören, Mr. Wilde. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie sich endlich bekleiden würden. Ihr Verhalten ist abartig. Oh, aber natürlich. Aber wie gesagt, wir haben keine weiteren Gäste erwartet. Deshalb haben wir es etwas, wie sagt man, leger angehen lassen. Albert, reichst du mir bitte mal einen Bademantel? Hier, Oscar. Vielen Dank, mein Bester. Dürfen wir jetzt erfahren, was Sie von uns wollen, Constable? Falls Sie keinen guten Grund haben sollten, dann gnade Ihnen Gott. Denn mein Vater ist Mitglied des britischen Oberhauses. Ist dem so? Ich glaube, Ihren Vater würde der Schlag treffen, wenn er hier von morgen aus der Times erfahren würde. Und nun halt die Klappe, Junge, und setz dich dort rüber. Hier geht es nicht um dich. Womit nur noch einer übrig bliebe, wegen dem Sie hier unsere Zeit vergeuden. Es scheint zu stimmen, was man sich so über Sie erzählt. Scheinen ein ganz ausgeschlafenes Bürschchen zu sein. Danke für die Blumen, doch so langsam beginnt mich diese Unterhaltung zu langweilen. Deshalb würde ich es wirklich begrüßen, wenn Sie mir nun endlich erzählen, was diese ganze Farce hier eigentlich soll. Ich habe mich keines Verbrechens schuldig gemacht. Dass ich nicht lache. Ich und meine Männer haben Sie dabei erwischt, wie Sie und Ihr Lustknabe hier der Unzucht frönten. Ich verbitte mir diesen Thron. Außerdem ist es eine ausgemachte Lüge. Ich habe Mr. Wilde lediglich Modell gestanden. Na warte, dir werde ich... Ich habe dich gewarnt, Bursche. Ich hoffe, ich habe mich nun klar genug ausgedrückt. Solltest du dich noch einmal einmischen oder ungefragt das Wort erheben, werden wir dich ebenfalls einsacken wie den feinen Herrn Wilde. Ich glaube, Sie befinden sich im Irrglauben. Ich würde Sie ohne einen triftigen Grund nirgendwohin begleiten, Constable. Ich kenne meine Rechte als freier Bürger. Dort ist die Tür. Ich fordere Sie unverzüglich auf, diese Wohnung zu verlassen. Deine Rechte? Du glaubst doch nicht etwa wirklich, du hättest mehr Rechte als irgendein Stück Dreck aus der Gosse, bloß weil du schöne Worte auf ein Stück Papier schmieren kannst. Jetzt habe ich endgültig die Nase voll. Ich werde dir benehmen, mein bläuen Scherge. Sie haben ihn umgebracht, Sie Scheusal! Keine Sorge, so schnell stirbt er sich nicht. Außerdem wären einige hohe Herren sehr ungehalten, wenn ich es dem feinen Oscar so einfach machen würde. Männer, packt diesen Haufen Abschaum ein und bringt ihn in die Droschke. Das wird ein böses Erwachen, wenn unser Schriftsteller das nächste Mal seine Äuglein öffnet. Wilde und Holmes. Sonderermittler der Krone. Zeitenwechsel. Mein Kopf. Ah.
bin ich? Und warum um alles in der Welt kann ich nichts sehen? Der Schlag auf den Kopf so heftig, dass ich womöglich erblindet bin. Ratten! Ich hasse Ratten! Hallo! Ist da jemand? Hallo! Das muss ein großes Missverständnis sein! Ich habe keiner Menschenseele etwas zuleide getan! Und warum bin ich gefesselt? Was soll dieser ganze Unsinn? Ich hab genug davon! Hallo! Ich will hier raus! Sofort! Ah, meine Augen! Verdammt, ist das hell! Unser Gast ist erwacht und hat nichts Besseres zu tun, als sich umgehend zu beschweren, wo wir ihn doch so komfortabel untergebracht haben. Was soll das alles? Warum hält man mich hier fest? Was man Ihnen genau vorwirft, wird man Ihnen bei passender Gelegenheit noch in aller Ausführlichkeit erklären. Aber so viel darf ich Ihnen versprechen. Dies hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten noch so alles auf Sie warten wird. Da bin ich mir ganz sicher. Scheint ganz so, als hätten Sie den Verstand verloren. Sie sprechen wie ein Schwachsinniger und führen sich auf wie die Witzfigur eines Polizisten. Ich glaube, Sie verkennen Ihre Lage. Ich bin es hier, der die Witze reißt. Und ich rate Ihnen dringend, mich bei Laune zu halten. Denn ich bin hier unten derjenige, der über Ihr Leben und Ihren Tod entscheidet. Ich sehe schon, Sie sind ein ganz besonderes Exemplar der Spezies Polizistenschwein, dem es großes Vergnügen bereitet, Wehrlose zu schlagen, die gefesselt sind. Sehr witzig. Sie müssten es eigentlich besser wissen, dass mich solche Äußerungen nur provozieren und Ihnen weitere Schmerzen bereiten. Glauben Sie mir auch, wenn ich mir in meinem Leben eine ganze Reihe von Feinden gemacht habe, so gibt es ebenso viele Menschen, die ich zu meinen Freunden zähle oder die meine Arbeit schätzen und bewundern. Sie können mich nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden lassen. Aber, wer spricht denn davon, Sie einfach verschwinden zu lassen? Die ganze Angelegenheit wird von Anfang bis Ende Hand und Fuß haben. Es wird eine reguläre Gerichtsverhandlung geben. Sie werden verurteilt und entweder ins Zuchthaus oder in die Irrenanstalt gesteckt. Was dann dort mit Ihnen passieren wird, interessiert keinen mehr. Wenn Sie erst einmal aus dem Sichtfeld der Menschen verschwunden sind, kräht kein Hahn mehr nach Ihnen. Irgendwann wird man dann einen herzzerreißenden Nachruf in den Tageszeitungen lesen. Wenn Sie bei einem tragischen Unfall Ihr armseliges Leben ausgehaucht haben. Das ist die Zukunft, die Sie erwartet. Mr. Wilde. Und wir werden ja sehen, was Ihre angeblichen Freunde für Sie tun werden. Ich bin mir allerdings sicher, dass Sie nicht auf diesen Plan gekommen sind, denn das übersteigt bei weitem Ihren beschränkten Horizont. Sie sind allenfalls ein mickriger Handlanger. Du! Dir werde ich es schon zeigen und dir Respekt beibringen. Sie sind nicht nur ein kleines Licht in der Befehlskette. Sie haben auch noch den Beruf verfehlt. Wie ich feststellen muss, steht Ihnen Folterknecht oder sogar Galgenvogel noch besser zu Gesicht. Es entspricht wohl Ihrem angestammten Naturell. Ich schlag dich tot, du Hund! Warte, jetzt kannst du was erleben, Freundchen! Es ist genug. Wer wagt es? Ich hoffe, es gibt einen guten Grund, dich hier zu stören. Oh, Sir, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Schaffen Sie Ihre widerliche Visage aus meinen Augen, bevor ich mich vergesse und Sie sofort aus dem Polizeidienst entfernen lasse. Sie sind eine Schande für Ihren gesamten Berufsstand, Constable. Jawohl, Sir. Und auf Ihrem Weg nach oben erwarte ich von Ihnen, dass Sie alles Notwendige veranlassen, dass dieser Mann medizinisch versorgt wird und anschließend die Gelegenheit erhält, sich zu waschen. Ich werde es veranlassen. Was tun Sie dann noch hier? Raus! Aber sofort! Wenn Sie sich wieder wie ein Mensch fühlen, erwarte ich Sie in meinem Büro, Mr. Wilde. Ich habe einiges mit Ihnen zu besprechen. Einer der Beamten wird Sie dorthin bringen. Mir scheint, als hätte ich keine große Wahl, diesen Termin abzusagen. Realistisch. Ich sehe, wir verstehen uns. Thank you.
Herein. Et voilà. Oscar Wilde, enfant terrible der britischen Gesellschaft, stehend zu Ihren Diensten. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Humor bereits wiedergefunden. Den habe ich auch in der amüsanten Gesellschaft dieses zuvorkommenden Constable nicht verloren. Leider wurde mein Lächeln von einigen unsanften Schlägen vielleicht etwas verzerrt. Eindeutig. Sie reden zu viel. Ich bitte Sie, ich bin Schriftsteller. Mein tägliches Brot ist das Jonglieren mit Worten und Sätzen. Sie scheinen es aber auch zu etwas gebracht zu haben. Wenn ich mich in diesem Raum so umsehe, ist die Einrichtung von erlesener Qualität. Allerdings scheinen Sie zweifellos auch ein viel beschäftigter Mann zu sein. Schließlich schaffen Sie es nicht immer aus dem Büro nach Hause und sehen sich gezwungen, hier zu nächtigen. Wie kommen Sie darauf? Eine gute Beobachtungsgabe zählt ebenfalls zu den Eigenschaften eines brillanten Autors. Dass Sie dieses Büro auch zu privaten Zwecken nutzen, verraten mir die hier und dort drapierten Kleidungsstücke und die Hygieneartikel an dem Waschbecken dort drüben. Ich sehe, Sie verstehen sich auf die Grundzüge einer Technik namens Deduktion. Sie werden lachen, aber ich bin tatsächlich bereits mit diesem Begriff in Berührung gekommen. Während meiner Studienjahre in Oxford lernte ich nicht nur diese Kunst zu schätzen, sondern auch einen Burschen kennen, der sich sehr für das Theater begeisterte. Wir verbrachten für einige Monate eine sehr unterhaltsame Zeit in den Theatern, Varietés und Kneipen der Stadt. Er erzählte immer wieder von einer Methode, die er Deduktion nannte, die er zu einem späteren Zeitpunkt zur Anwendung zu bringen gedachte. Tatsächlich setzte er sein erworbenes Wissen einige Jahre später zur Verbrechensbekämpfung ein. Leider haben wir uns dann ein wenig aus den Augen verloren. Sein Name ist Sherlock Holmes, und wenn ich mich in den finsteren Katakomben nicht verhört habe, lautet Ihr Name so ähnlich. Oder wenn nicht gar ebenfalls Holmes. Setzen Sie sich und gießen Sie sich einen Brandy ein. Ein ganz hervorragender Einfall, vielen Dank. Sie sind ein cleveres Bürschchen, Wilde. Mein Name ist tatsächlich Holmes, und nicht nur das. Der Mann, von dem Sie mir eben erzählt haben, ist mein Bruder. Tatsächlich? Eine Verwandtschaft hätte ich nicht in Betracht gezogen. Sherlock Holmes ist mir als drahtiger, schlanker Mann in Erinnerung geblieben. Sie hingegen, nun ja, Sie sind anders. Kräftiger trifft es wohl ganz gut. Wie auch immer. Wir sind nicht hier, um eine Familiengeschichte zu diskutieren. Der heutige Tag wird, egal wie Sie sich entscheiden werden, ein Wendepunkt in Ihrem Leben sein. Sie sprechen leider in Rätseln. Ich weiß noch immer nicht, was heute eigentlich geschehen ist und aus welchem Grund. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Und große Teile der britischen Bevölkerung sind voller Bewunderung für Ihre Person. Ihr Roman, Das Bildnis des Dorian Gray, war ein Meilenstein der zeitgenössischen Literatur, ganz ohne Zweifel. Fahren Sie ruhig fort. Ich sehe, Sie verstehen, wovon Sie sprechen. Die Medaille hat allerdings auch eine Kehrseite. Ihr Auftreten und Benehmen findet nicht überall Wohlwollen. Sie haben einflussreiche Menschen vor den Kopf gestoßen und sich ihren Groll zugezogen. Dazu kommen noch ihre, nennen wir es einfach Neigungen, die nur wenig Akzeptanz finden und sie angreifbar machen. Angreifbar? Ich bin mir keines Vergehens außer der Liebe bewusst. Halten Sie mich für einen Idioten, Wilde? Ihre Vorlieben sind ein offenes Geheimnis. Und das macht sie erpressbar. Und kann sie letztendlich sogar ins Gefängnis bringen. Was glauben Sie denn, was sich heute zugetragen hat? Mächtige Menschen haben ein großes Interesse daran, sie zu vernichten. Der Besuch in der Zelle heute war nur ein kleiner Vorgeschmack auf kommende Ereignisse, wenn es nach diesen Leuten geht. Das Einzige, was zwischen diesen Personen und Ihnen steht, bin ich. Und Sie können sich glücklich schätzen, dass ich gerade ein großes Interesse an Ihnen habe, da Sie mir von Nutzen sein können. Also, verscherzen Sie es sich besser nicht mit mir, sonst überlasse ich Sie Ihrem Schicksal. Was planen diese Männer? Was wollen Sie mir antun? Zunächst streben Sie einen Prozess gegen Sie an, der in der Öffentlichkeit großes Interesse finden wird. Man wird sie ohne Umschweife der Homosexualität bezichtigen und alles daran setzen, sie ins Zuchthaus zu verfrachten. Wenn nicht gar Schlimmeres. Schlimmeres? Was sollte denn einen Aufenthalt im Zuchthaus noch übertreffen? Eine Einweisung in eine Irrenanstalt auf unbestimmte Zeit.
Man wird versuchen, sie nie mehr auf freien Fuß zu setzen. Verstehe. Sehen Sie, ich bin im Moment der einzige Freund in dieser Angelegenheit, den Sie haben. Und ich habe einen Vorschlag. Oder sagen wir eine Alternative zu dem Szenario, das ich Ihnen gerade schilderte. Sie können sicher sein, dass Sie nun meine ungeteilte Aufmerksamkeit haben, Mr. Holmes. Ganz ausgezeichnet. Also, wie ich schon sagte, haben Sie einen gewissen Nutzen für mich. Sie verfügen über einige Talente und Fähigkeiten, die mir dienlich sein könnten. Außerdem haben Sie Zutritt zu gesellschaftlichen Kreisen, die vielen anderen Menschen leider verschlossen bleiben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Bisher kann ich mir noch keinen Reim darauf machen, was Sie mir anbieten und was ich genau für Sie tun soll. Wie stellen Sie sich das eigentlich genau vor? Ich habe bereits jetzt einen mehr als vollen Terminkalender. Da wüsste ich nicht, wann ich noch einer weiteren Tätigkeit nachgehen sollte. Sie verstehen mich noch immer nicht, Mr. Wilde. Ihr altes Leben ist vorbei. So oder so. Es ist die Frage, ob Sie nur zum Schein das Rampenlicht der Öffentlichkeit verlassen und ab sofort für mich arbeiten oder tatsächlich ins Gefängnis wandern. Was geschieht mit meiner Frau? Solange Sie für mich arbeiten, wird sie finanziell abgesichert sein. Allerdings wird es Ihnen nicht möglich sein, weiterhin mit ihr in persönlichem Kontakt zu stehen. Sie verlangen eine ganze Menge. Sie haben sich selbst in diese Lage gebracht. Ich bin nur der Nutznießer in dieser Angelegenheit. Also geben Sie nicht mir die Schuld. Ich habe Sie am Haken. Ich weiß, dieser Gedanke missfällt Ihnen außerordentlich, denn nichts ist Ihnen wichtiger als Ihr freier Wille. Ab jetzt gibt es eben eine Instanz, die ein Mitspracherecht hat und deren Wort Gültigkeit besitzt. Natürlich nur, wenn Sie nicht tatsächlich so stur und dumm sind, sich doch ins Zuchthaus zu begeben. Wie wir beide wissen, würde ich einen längeren Aufenthalt in einer solchen Einrichtung wohl nicht überleben oder bestenfalls mit einer ruinierten Gesundheit wieder verlassen. Wohl wahr. Sie beginnen endlich zu verstehen, in welcher Situation Sie sich befinden. Ich biete Ihnen eine Chance und eventuell sogar eine Option an, es dem einen oder anderen, der Sie verschwinden lassen will, bei passender Gelegenheit heimzuzahlen. Schön. Ich bin dabei. Also, was genau wollen Sie von mir? Ich arbeite für die Regierung Ihrer Majestät in, sagen wir, einer Verbindungsstelle zwischen den Ministerien, dem Geheimdienst, der Polizei und dem Militär. Eine solche Schnittstelle gibt es meines Wissens nach nicht. Es wäre sicherlich auch nicht dienlich, wenn alle Welt davon wissen würde. Aber glauben Sie mir, es gibt sie, die Schnittstelle, wo viele Fäden des Landes zusammenlaufen. Gut, Sie gehören also zu den einflussreichsten Menschen unseres Landes. Wo komme ich nun ins Spiel? Es gibt neue Bedrohungen für unser Vaterland, denen keine der genannten Stellen alleine entgegentreten und sie abwenden kann. Dafür gibt es vielerlei Gründe, unterschiedlichster Natur. Um diesen Missstand zu beheben, wurde ich von höchster Stelle gebeten, einen Sonderermittler zu ernennen, um diesen Gefahren begegnen zu können. Nach langer Überlegung fiel die Wahl auf Sie, Mr. Wilde. Auf mich? Aber warum nur? Und was sind das für Gefahren, von denen Sie da gerade sprechen? Ich bin mir sicher, dass sich Ihre enorme Kreativität und schnelle Art des Denkens für uns auszahlen wird. Außerdem sind Sie eine Person, die Ihren eigenen Idealen folgt und Wege einschlägt, die anderen Menschen entgehen. Zuletzt sicherlich auch die Tatsache, dass Sie es manchmal nicht unterlassen können, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, obwohl Sie genau wissen, dass es keine Aussicht auf Erfolg gibt. So viel zunächst zu den Gründen, warum Sie mir heute gegenüber sitzen. Sie skizzieren mich als einen üblen Dickkopf, der sich mit allen und jedem anlegt und nur selten nach rechts und links schaut, um ja keine anderen Meinungen zuzulassen. Wie ich sehe, können Sie meinen Ausführungen immer noch folgen und sind zu demselben Schluss gekommen wie ich. Mit Verlaub, Sie scheinen auch ein überheblicher Mistkerl zu sein. Vorsicht, Mr. Wilde. Je länger ich Zeit in Ihrer Nähe verbringen muss, umso klarer sehe ich. Aber nun bin ich neugierig, wer die Feinde sind, die unsere geliebte Nation bedrohen. Gewöhnen Sie sich lieber an meine Gegenwart. Sie wird Sie noch lange Zeit verfolgen. Bevor ich Ihnen jetzt allerdings erzähle, wer unsere Feinde sind, müssen Sie zunächst dies hier unterschreiben. Was ist das jetzt schon wieder?
Lesen Sie es. Eine Verschwiegenheitserklärung, die mich dazu verpflichtet, über alles, was wir in diesem Raum sprechen, Stillschweigen zu bewahren? Sollte ich mich nicht daran halten, werde ich unverzüglich dem Galgen überantwortet, ohne Gerichtsverhandlung. Ist das Ihr Ernst? Sie dürfen sicher sein, dies ist mein voller Ernst. Außerdem werden Sie, sobald Sie dieses Dokument unterzeichnet haben, in den Status eines Sonderermittlers der Krone erhoben. Ihre Befugnisse gehen im selben Augenblick weit über die Kompetenzen eines normalen Beamten von Scotland Yard hinaus. Sie sehen, es ist nicht alles schlecht, was ich Ihnen anbiete. Zudem dürften Sie noch einiges von der Welt sehen, wenn Sie unterschreiben. Also, was ist nun? Unterschreiben Sie oder gehen Sie doch lieber für einige Jahre hinter Gitter? Ja, Sie wissen einfach, Ihre Laufkundschaft mit schlagkräftigen Argumenten zu überzeugen. Ich ziehe ein Leben in Freiheit einem feuchten Kellerverlies ausdrücklich vor. Wo also muss ich unterschreiben? Hier unten. Und dann noch einmal an dieser Stelle. Eine interessante Unterschrift. Ausgezeichnet. Nun bin ich gespannt, was Sie zu erzählen haben. Es ist nicht wirklich greifbar und es fällt schwer, die Zusammenhänge zu erkennen. Doch seit einigen Monaten gibt es immer wieder Ereignisse und Vorkommnisse, die Großbritannien nachhaltig schaden und sogar dessen Sicherheit gefährden. Ereignisse? Wovon sprechen Sie? In den Zeitungen war nichts wirklich Ungewöhnliches zu lesen. Man ist sehr bemüht, diese Dinge von der Presse fernzuhalten. In Ordnung, das verstehe ich. Aber was genau ist denn geschehen? Oh, die Palette ist sehr lang und äußerst umfangreich. Menschen verschwinden, Erfindungen werden gestohlen, unaufgeklärte Morde häufen sich. Mit Verlaub, aber dies ist in dieser Welt leider nichts Außergewöhnliches. Menschen verschwinden tagtäglich und geraubt und gemordet wird bereits, seitdem wir das Neandertal verlassen haben. Also, was ist noch geschehen? Weitaus subtilere Dinge. Große Missernten werden eingefahren, allerdings nur in Kolonien der Krone. Gebiete anderer Nationen in unmittelbarer Nähe werden verschont und gedeihen prächtig. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird geschürt. Börsenkurse wichtiger Exportartikel fallen aus heiterem Himmel ins Bodenlose und ruinieren dabei fast ausschließlich britische Anleger. Industrieanlagen werden von Unfallserien heimgesucht, so lange bis die Belegschaft nicht länger bereit ist, die Arbeit fortzusetzen. Dann sind da noch jene Ereignisse, die scheinbar jeder natürlichen Erklärung entbehren. Wie bitte? Was war das Letzte da gerade? Wollen Sie damit andeuten, England wird von übersinnlichen Phänomenen heimgesucht? Das hätte ich von einem so rational denkenden Menschen wie Ihnen nun nicht erwartet. Übersinnlich ist etwas hochgegriffen. Nennen wir es unerklärlich. Denn ich bin tatsächlich keiner dieser weltfremden Spinner, die an Geister und Gespenster glauben und ihre Freizeit mit solchem Schwachsinn wie Gläserrücken oder Seancen verbringen. Also, wenn ich das alles einmal zusammenfasse, wird England auf vielfältige Art und Weise bedroht. Aber niemand kann die Zusammenhänge erkennen und weiß, wer sich hinter diesen Anschlägen verbirgt. Das trifft es im Kern sehr gut. Na, ausgezeichnet. Das klingt danach, als wenn ich den kommenden Wochen entspannt entgegensehen könnte. Wären Sie so freundlich, mir noch mein Glas zu füllen? Ich bin so frei. Freuen Sie sich nur nicht zu früh, mein Lieber. Wir werden die Zeit nutzen, um Sie in Ihre Fortbildung zu investieren. Schließlich obliegt es Ihnen, gegen die noch verborgenen Feinde unserer Königin ins Feld zu ziehen. Fortbildung? Was denn für eine Fortbildung? Ich bin bereits in vielen Disziplinen geschult. Man kann mich quasi als einen Universalgelehrten bezeichnen. Die Defizite dürften tatsächlich eher auf der physischen Seite zu suchen sein. Wir wollen Sie schließlich nicht unvorbereitet auf Ihren Posten als Sonderermittler schicken. Außerdem müssen wir an Ihrer Tarnung arbeiten. Offiziell werden Sie nach wie vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Die Öffentlichkeit darf keinerlei Zweifel daran haben, dass der berühmte Schriftsteller Oscar Wilde eine Gefängnisstrafe verbüßt. Wir können uns keine Fehler erlauben. Sonst war der ganze Aufwand umsonst. Verstehe. Wie konnte ich auch nur hoffen, mit Müßiggang aus dieser Angelegenheit hervorzugehen? Solange es ausreichend Alkohol, Tabak und erfreuliche Gesellschaft gibt, wird es sich sicherlich ertragen lassen. Ab morgen beginnen wir mit Ihrer Unterweisung. Hier, auf diesem Zettel finden Sie die Adresse eines Stadtanwesens, das wir zu diesem Zweck unterhalten.
Man wird sie morgen früh dorthin bringen. Wir müssen vorbereitet sein, wenn unsere Gegner zum nächsten Schlag ausholen. Auch wenn wir noch nicht einmal ahnen können, wo sie als nächstes zuschlagen werden. Werden meine Dienstleute noch benötigt, Sir? Andernfalls will ich zusehen, dass die Pferde abgerieben werden und ein warmes Plätzchen im Stall bekommen. Haben Sie etwas gesagt, Poole? Ich wollte mich nur erkundigen, ob Sie mich und meine Pferde heute noch brauchen. Nein, nein, ich denke nicht, dass ich Sie heute noch benötige. Machen Sie ruhig Feierabend für heute. Sehr wohl. Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Sir? Sie sehen äußerst blass aus und wenn ich das so sagen darf, wirken Ihre Augen etwas fiebrig, Sir. Vielleicht haben Sie sich in der Kutsche verkühlt. Es ist nichts. Vielleicht ein bisschen überarbeitet, mehr nicht. Und nun sehen Sie zu, dass Sie ins Trockene kommen. Sagen Sie, seit wann haben Sie eigentlich diesen enorm ausufernden Vollbart? Bart, Sir? Bin wie immer stets glatt rasiert. So? Na, wie auch immer, dann muss ich mich getäuscht haben. Ich bin wohl doch mehr überarbeitet als gedacht. Ich werde mich direkt nach dem Essen hinlegen. Machen Sie das, Sir. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und nun lauft, meine Pferdchen, damit auch wir ins Warme kommen. Höher! Was ist nur mit Poole geschehen? Wenn es nur dieser zottelige Bart gewesen wäre, aber dieses Gesicht, dieses furchtbare Gesicht, mehr Ziege als Mensch. Was geschieht bloß mit mir? Werde ich wahnsinnig? Und diese Kopfschmerzen. Seit Stunden diese bohrenden Kopfschmerzen. Sicher bilde ich mir das alles nur ein und Poole ist einfach nur der alte Poole. Ah, Sir Trellos, da sind Sie ja endlich. My Lady erwartet Sie bereits seit einiger Zeit im Speisesaal. Aber nun kommen Sie lieber herein, es gießt wie aus Eimern. Geben Sie mir bitte Ihren Mantel. Der Stoff ist vollkommen durchgeweicht. Grundgütiger, was ist mit Ihnen geschehen, Sir? Mit Verlaub, Sie sehen aus wie jemand, der gerade vom Totenbett zurückgekehrt ist. Soll ich nach einem Arzt schicken lassen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Gifford. Mir geht es ganz ausgezeichnet. Ein wenig Kopfschmerzen, das ist alles. Ganz wie Sie meinen, Sir. Möchten Sie sich vielleicht ein wenig frisch machen, bevor Sie sich zu Lady Margaret begeben? Das wird nicht nötig sein, ich komme schon klar. Natürlich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, Sie können sich zurückziehen, Gifford. Sehr wohl. Was ist nur geschehen? Was sind das für Kreaturen, die meinen Haushalt übernommen haben? Und was haben Sie mit meiner Frau angestellt? Wer ist dieser Mann, der aussieht, als haben sich Fische und glitschige Amphibien unter seine Vorfahren gemischt? Und diese Augen, diese kalten Molchsaugen wie aus einem Albtraum. Auch wenn diese Kreatur mit der Stimme meines Butlers spricht, so habe ich doch sofort erkannt, welche Abscheulichkeit sich in seinen Kleidern verbirgt. Als erstes muss ich meine Kopfschmerzen in den Griff bekommen. Vielleicht hilft mir ein großes Glas Whisky, sie zu besiegen. Ich darf mir nicht anmerken lassen, dass ich die wahre Natur dieser Wesen erkannt habe. Na, endlich! Wo hast du nur gesteckt? Du lässt mich viel zu oft allein in diesem großen, alten Kasten. Wie oft habe ich dir bereits gesagt, dass wir lieber nach London ziehen sollten? Entschuldige bitte, ich bin aufgehalten worden. Poole ist so schnell gefahren, wie es nur möglich war. Wie siehst du überhaupt aus? Deine gesamte Kleidung ist durchnässt und du schaust aus wie ein Straßenvagabund. Dass du dich nicht schämst, deiner geliebten Ehefrau so unter die Augen zu treten. Wie gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid? Es tut mir leid? Das ändert auch nichts daran, dass ich wieder einmal allein zu Abend essen durfte. Ist dies deine neue Art, dein Abendessen zu dir zu nehmen? In flüssiger Form? Was ist mit deiner Stimme, Margaret? Ich versuche nur, diese verdammten Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen. Es fühlt sich an, als krabbeln hunderte von Spinnen die Innenseite meines Schädels entlang.
Ich glaube, dies war nicht dein erstes Glas an diesem Tag. Wer weiß schon, wie viele du bereits in London in dich hineingeschüttet hast. Andernfalls hättest du sicher bemerkt, dass meine Stimme dieselbe ist wie eh und je. Und was für Kopfschmerzen. Wahrscheinlich ist es bloß der Beginn eines ausgewachsenen Katers. Und nun setz dich dort an den Tisch und leiste mir wenigstens Gesellschaft, bis ich meine Mahlzeit beendet habe. Ich hätte doch auf meine Mutter hören und mir einen anderen suchen sollen. Aber ich habe mich von diesem Titel und dem vielen Geld blenden lassen. Und was habe ich nun davon? Einen Mann, der trinkt und mich, wo er nur kann, vernachlässigt. Was habt ihr mit meiner Frau gemacht, ihr Scheusale? Diese verzerrten, affenartigen Züge sind nie und nimmer die meines geliebten Eheweibs. Weicht von mir und verlasst dieses Haus! Geht raus! Raus aus meinem Kopf, ihr elenden Viecher! Hört auf, mein Hirn zu fressen! Oh mein Gott! Er hat den Verstand verloren! Beruhige dich! Niemand will dir ein Leid zufügen! Dein Verhalten ängstigt mich zu Tode! Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Ich ertrage es nicht länger, dieses Kratzen und Schaben! Gefahrt! Gefahrt, kommen Sie schnell! Eure Lordschaft hat den Verstand verloren! So kommen Sie doch! Ich werde es euch zeigen! Mein Kopf gehört allein mir! Ihr widerwärtiges Gewürm! Schau mich nicht so an, du Monster! Deine tierischen Züge zeigen mir deine Bösartigkeit! Wahrscheinlich hast du diese Viecher in meinen Kopf gehext! Milady, ich habe schreien hören. Was ist geschehen? So tut doch was! Mein Mann hat den Verstand verloren! Er ist nicht mehr er selbst! Hast du diesen Lurch kommen lassen, der meinen getreuen Gifford ersetzt hat? Ich werde jetzt etwas gegen meine Kopfschmerzen unternehmen und dann werde ich euch abscheuliche Brut aus meinem Haus werfen! Sir, wie es scheint, fühlt ihr euch nicht wohl. Vielleicht ist es besser, wenn ihr euer Zimmer aufsucht und ich nach dem Doktor schicken lasse. Bente, ich? Was hast du vor? Was wollen Sie mit dem Messer, Sir? Nein! Ich werde das jetzt beenden! Es ist vorbei! Da ist nichts mehr zu machen. Ihr Mann ist tot. Er hat sich das Messer durch sein Auge in den Schädel getrieben. Was fällt dir ein, mein betörendes Antlitz zu entstellen? Wie soll ich so je wieder auf die Straße treten? Oh, wie ich sehe, machen wir Fortschritte. Wenn ihr damit meint, dass es diesem Scheusal gelungen ist, mich zu entstellen, so gebe ich euch recht. Seine Zunge ist bereits jetzt eine verdammt scharfe Waffe, Sir. Hätte ich an jenem schicksalhaften Abend gewusst, dass es euch diabolische Freude bereitet, mich zu Tode zu langweilen, indem ihr mich mit diesem Individuum hier in dieses Haus sperrt und mich Dinge lehren lasst, die mich nicht interessieren, ich wäre wohl doch ins Gefängnis gegangen. Wie ich sehe, haben sie beide sich schon angefreundet. So viel darf ich Ihnen schon jetzt verraten. Mr. Wheeler wird sich in jenen Zeiträumen, in denen kein Fall für Sie ansteht, auch weiterhin Ihre Ausbildung annehmen. Oh, dann bitte ich Sie inständig, dass Sie hier sind, um mich auf den ersten Fall vorzubereiten. Ich sitze hier nun bereits 6 Wochen fest. Sie haben Glück. Ich bin tatsächlich hier, weil es eine Angelegenheit gibt, die unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Gepriesen sei der Herr, er hat ein Einsehen mit einem armen Sünder wie mir. Well, bitte. Jetzt ist nicht die Zeit für Albernheiten. Die Lage ist sehr ernst. Nun gut, Ihrem Tonfall entnehme ich, dass Sie keinesfalls spaßen. Was ist geschehen? Anfänglich haben wir es nicht sofort erkannt. Schließlich kommt es auch in den höchsten Kreisen unglücklicherweise immer wieder einmal vor. Wovon sprechen Sie? Drogenmissbrauch, Ehebruch, Hurerei oder Mord? Alles Gebiete, auf denen sich die feine Gesellschaft sicher bewegt. Ich spreche von Selbstmord. Zumindest dachten wir zunächst, es handele sich um Selbstmord. Bis ein zweiter dicht auf den ersten folgte und man sich angesichts der bizarren Umstände dazu entschied, die Leiche zu obduzieren. Bisher reden Sie viel, sagen allerdings wenig. Was hat sich denn nun zugetragen? Gestern nahm sich Quentin Gowan Trellos auf dramatische Weise im Beisein seiner Frau und des Butlers das Leben. Vielleicht waren die beiden der Grund, warum er nicht länger unter den Lebenden weilen wollte. Dafür gibt es bisher keine Hinweise. Die Ehe der beiden wird als äußerst harmonisch beschrieben. Auch Freunde und Bekannte von Trellos konnten sich seinen Freitod nicht erklären,
zumal er in letzter Zeit große Erfolge an der Börse verzeichnen konnte und er Pläne für eine ausgedehnte Reise nach Indien schmiedete. Klingt wirklich nicht nach einem Menschen, der beschlossen hat, sich in Kürze das Leben zu nehmen. Was ist eigentlich genau geschehen? Der zweite Earl of Sussex hielt es für eine ausgesprochen gelungene Idee, das Familiensilber seines Zweckes zu entfremden und sich eines der Messer durch den Augapfel ins Hirn zu treiben. Er war sofort tot. Ich muss schon sagen, ein wirklich bühnenreifer Abgang. Ich hätte es mir für ein Theaterstück nicht besser überlegen können. Alle Achtung. Ja, ein Drama. Doch das ist noch nicht alles. Ja, das dachte ich mir schon. Außerdem haben alle, die nach seiner Rückkehr aus London mit dem Earl zu tun hatten, das Gefühl, er sei nicht er selbst und fantasiere. Wie äußerte sich dieses Fantasieren? Übereinstimmend wird berichtet, Trellos habe seine Frau und die Dienstboten nicht erkannt und anstatt ihrer monströse Schreckgestalten erblickt. Wenn Sie mich fragen, klingt dies alles nach einer unerfreulichen Drogenerfahrung. Zu dieser Schlussfolgerung kam auch der sofort herbeigeeilte Hausarzt. Er ließ den Leichnam nach London bringen und veranlasste eine Obduktion. Nach dem, was Sie mir berichten, könnte es sein, dass der gute Earl zu sehr dem Opium zusprach und bei seiner letzten Jagd nach dem Drachen eine böse Überraschung erlebt hat, die ihn schließlich in den Tod trieb. Ähnliches vermuteten auch die hinzugezogenen Pathologen. Doch sie stießen auf keine der bekannten Rauschsubstanzen. Allerdings machten sie eine andere, äußerst verstörende Entdeckung. Sie lieben es wirklich dramatisch, Holmes. Nun lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen und erzählen Sie Ihrem wissbegierigen Lehrling, was Sie entdeckt haben. Geduld, mein Lieber. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir werden uns unverzüglich in die Pathologie von Scotland Yard begeben, wo wir einen Bericht aus erster Hand erhalten werden. Oh, der Besuch einer Leichenhalle schwebte mir nicht unbedingt als Auftakt meiner Ermittlertätigkeit vor. Glauben Sie mir, langweilig wird es keinesfalls, denn ich habe außerdem die Exhumierung des ersten Selbstmörders veranlasst. Man schafft ihn in diesen Minuten ebenfalls in die Leichenhalle, damit wir Gewissheit bekommen. Gewissheit worüber? Ob die Todesfälle tatsächlich in Verbindung zueinander stehen. Und nun nehmen Sie Ihren Mantel und kommen Sie endlich. Ist dies einer der Orte, die Sie meinten, als Sie davon sprachen, ich würde bei meiner neuen Tätigkeit etwas von der Welt sehen? Ich mag solche Orte wie diesen nicht. Sie erinnern an Tod und Verfall. Ich fürchte, Sie sollten sich daran gewöhnen. Solche Orte werden Ihnen in Zukunft öfter begegnen, als Ihnen lieb sein wird. Mein Entzücken ist grenzenlos. Was ist das für ein unangenehmer Geruch? Das dürfte der Herr sein, dessen wegen wir uns hierher begeben haben. Die Verwesung hat bereits eingesetzt. Das ist es nicht allein. In der Luft liegt ein Geruch nach Fisch, der zu lange in der Sonne lag. Guten Morgen und herzlich willkommen im Reich der Toten. Wie ich höre, hat einer der Gentlemen eine feine Nase. Sie haben vollkommen recht, mein Gast verströmt einen unangenehmen und noch dazu ungewöhnlichen Geruch. Guten Morgen, Dr. Peyton. Schön, dass Sie es einrichten konnten, uns zu empfangen. Entschuldigen Sie bitte meine Unhöflichkeit, Dr. Peyton, aber könnten wir bitte umgehend zur Sache kommen? Für einen feinen Geist wie den meinen ist ein Ort wie dieser eine enorme Belastung. Sicher, wir können sofort beginnen. So etwas wie im Fall des unglückseligen Earls ist mir in meiner ganzen medizinischen Laufbahn noch nicht begegnet. Aber es ist besser, Sie sehen sich das selbst an. Ist die Exhumierung der zweiten Leiche bereits abgeschlossen? Die Überreste sind auf dem Weg hierher und sollten in wenigen Minuten bei uns eintreffen. Ausgezeichnet. Bis dahin können Sie uns ja auf den neuesten Stand bringen und erzählen, was Ihnen die Leiche von Trellos verraten hat. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie haben beide einen robusten Magen, denn was sich hier unter dem Tuch verbirgt, ist kein schöner Anblick. Vielleicht sollte ich doch besser draußen warten. Innereien waren eigentlich noch nie mein Fall. Sie bleiben schön hier und hören Sie endlich auf, sich über alles und jeden lustig zu machen. Doktor, fahren Sie bitte fort. Was ist mit ihm geschehen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Tote hat sich in eine Art Nährboden verwandelt. Für, wie es den Anschein hat, eine Art Pilz. Der Prozess setzte bereits ein, als er hier eingeliefert wurde. Zunächst habe ich ihn nicht bemerkt, bis mir ein Sekret auffiel, das aus einem seiner Nasenlöcher sickerte. Anderenfalls hätte ich es sicher übersehen und im Totenschein Selbstmord vermerkt, denn die Todesursache war eindeutig die selbst zugefügte Wunde. Und dieser Zersetzungsprozess und diese
Pilzkulturen haben sich innerhalb von 24 Stunden derart ausgebildet? Unglaublich, nicht wahr? Ich kenne keine andere Art, die so schnell wächst und den dargebotenen Nährboden nutzt. Eine vollkommen neue Art, die uns bisher unbekannt ist. Sind Sie mit diesen Pilzen in Kontakt gekommen? Nein. Ab sofort haben alle Personen, die sich der Leiche nähern, einen Mundschutz zu tragen. Wir dürfen nichts riskieren und müssen davon ausgehen, dass Trellos an diesem Pilz gestorben ist. Hier, nehmen Sie die, dann kann nichts passieren und Sie atmen nichts ein, was sich hinterher als fatal erweisen könnte. Danke. Sie haben übrigens vollkommen recht. Der Pilz brachte den Mann um. Der Zersetzungsprozess begann quasi in jenem Moment, als sich die Sporen in seinem Körper angesiedelt haben. Eine äußerst perfide Art zu sterben. Wer möchte schon als Brutstätte und Nahrungsquelle eines Pilzes enden? Wenn Sie dies bereits als perfide erachten, dann weiß ich nicht, was Sie sagen werden, wenn ich Ihnen noch etwas zeige, was aller Wahrscheinlichkeit nach den Selbstmord ausgelöst hat. Was haben Sie mit der Säge vor? Bisher habe ich nur eine kleine Stelle am Schädel geöffnet. Um Ihnen zeigen zu können, was ich entdeckt habe, werde ich mit dieser Säge die Schädeldecke entfernen. Ich hab's befürchtet. So, das sollte genügen. Hier, sehen Sie. An dieser Stelle hat sich der Pilz mit einer Art Widerhaken mit dem Hirnstamm verbunden. Ich bin mir sicher, auf diese Weise kam es zu den Halluzinationen und dem auffälligen Verhalten des Mannes, von dem berichtet wurde. Der Pilz hat ihn nicht nur verzerrt, sondern währenddessen noch auf abscheuliche Art gequält, indem er ihn mit Horrorvisionen in den Tod trieb. Eine monströse Ausgeburt der Natur. Und äußerst effizient, wenn man jemandem einen grausamen Tod spendieren möchte. Kann es sein, dass sich Trellos ohne menschliches Zutun mit dem Pilz infiziert hat? Möglich wäre es schon. Allerdings keinesfalls in unseren Breitengraden. War der Earl vor kurzem auf Reisen in tropischen Gefilde? Mir ist nichts dergleichen bekannt, aber wir werden das überprüfen lassen. Ich bin mir sicher, dass ein solcher Pilz nicht in unserer hiesigen Flora beheimatet ist. Es muss sich um eine äußerst aggressive Umwelt handeln, in der die vorkommenden Arten gezwungen sind, zu solch kreativen wie auch drastischen Mitteln zu greifen. Wie etwa im Herzen Afrikas oder des Amazonasgebiets. Richtig. Das klingt danach, als ob der Leichnam des ersten Toten, Mr. Tippett, eingetroffen wäre. Über ihn haben wir bisher noch gar nichts verlauten lassen. Wer war er und wie ist er aus dem Leben geschieden? Mr. Tippett war der oberste Direktor der Londoner Börse und ebenfalls Mitglied des britischen Parlaments. Er hat sich vor gut 14 Tagen von der Tower Bridge in die Themse geworfen. Seine Leiche wurde erst weiter flussabwärts in der Nähe von Dartford an Land getrieben. Die englische Politik scheint ihre Macher zielsicher in den Tod zu treiben. Geschmacklos, Wilde. Ich finde Ihren Humor geschmacklos. Wo sollen wir ihn abladen? Legen Sie ihn bitte dort drüben auf den großen Holztisch. Vielen Dank. Du hast den Doktor gehört, Thomas. Also los. So, das hätten wir. Vielen Dank, Gentlemen. Immer wieder gerne, Doktor. Bei so einer fürstlichen Entlohnung sind wir Ihnen stets zu Diensten. Also, bis bald und auf Wiedersehen. Bevor wir diesen Sarg öffnen, würde mich interessieren, ob die beiden Männer weitere Gemeinsamkeiten oder Interessen hatten, als dass sie beide reich und sehr einflussreich gewesen sind. Wir sind dem bereits nachgegangen, konnten allerdings bisher keine Berührungspunkte ausmachen. Selbst bei genauerer Betrachtung scheinen Tippett und Trellos zwei vollkommen verschiedene Charaktere gewesen zu sein. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Nun denn, Doktor? Schreiten wir zur Tat und öffnen diesen Sarg, damit ich endlich herauskomme und wieder frische Luft atmen kann. Sehr gerne. Ich bin gespannt, ob sich unsere Theorie bestätigen wird und zwischen diesen Eichenbrettern ein weiteres Opfer des Pilzes ruht. Mr. Holmes, reichen Sie mir bitte das Brecheisen dort, um den Sargdeckel zu lockern. Hier, Doktor. Nehmen Sie. Danke. Heben wir den Deckel beiseite. Mein Gott, was für ein widerwärtiger Gestank. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich? Abstoßend passt wohl besser. Der Pilz hat den gesamten Körper überzogen und sämtliches Gewebe verflüssigt, um es schneller aufnehmen zu können. Es ist nicht viel mehr als die bloßen Knochen zurückgeblieben. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Auch Tippett ist mit diesem monströsen Pilz in Kontakt gekommen.
Wir haben es mit einer gewaltigen Bedrohung zu tun, die England in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was geschehen könnte, wenn eine größere Anzahl von Menschen mit den Sporen in Berührung kommen würde. Die Seuche würde sich in kürzester Zeit über das gesamte Land verbreiten und das öffentliche Leben zum Stillstand bringen. Außerdem muss es eine Verbindung zwischen den Männern geben, die noch immer im Dunkeln liegt. Wenn es uns gelingt, diese zu finden, können wir eine Katastrophe vielleicht verhindern. Ich werde alles Notwendige veranlassen und die Vita beider Männer noch einmal gründlich durchleuchten lassen. Mir kommt da gerade eine Idee. Sagen Sie, Doktor, was schätzen Sie, wie lange dauert es, bis die Sporen des Pilzes ihre Arbeit aufnehmen und ihren Wirt mit den ersten Halluzinationen bearbeiten? Bei der hohen Aggressivität, mit der dieser Organismus vorgeht, denke ich, dass es je nach Wirt höchstens einige Stunden sein dürften. Hier müssen wir ansetzen. Es muss uns gelingen, die letzten Stunden der Männer zu rekonstruieren. Dann wissen wir, ob all das hier eine natürliche Erklärung hat oder wir es mit einem sehr gefährlichen Gegner zu tun haben. Haben Sie bereits eine Idee, wie wir vorgehen sollten? Sagten Sie nicht, dass der Earl vor seiner Ankunft auf dem Landsitz auf Geschäftsreise in London gewesen ist? Ja, das stimmt. Ich glaube, es könnte nicht schaden, sich mit dem Kutscher des Earls zu unterhalten. Vielleicht kann er uns sagen, was Ihre Lordschaft so vor seinem Ableben getrieben hat. Ich schlage vor, ich reise umgehend nach Sussex und rede mit diesem Mann. Also schön. Ich werde dafür sorgen, dass Sie auf schnellstem Wege dorthin gelangen. Doch ich bitte Sie um größtmögliche Diskretion. Schließlich sitzen Sie offiziell im Gefängnis und sehen Ihrem Urteilsspruch entgegen. Versprochen. Ich werde nahezu unsichtbar sein bei meiner Recherche. Gut. Doktor, ich muss Sie zu absolutem Stillschweigen verpflichten. Dies alles hier hat niemals stattgefunden. Den Sarg und Trellos Leiche werde ich abholen und verbrennen lassen. Das ist sehr bedauerlich. Für einen Wissenschaftler ist eine Entdeckung wie diese ein Geschenk des Himmels, aber ich verstehe Sie. Die Sicherheit unseres Vaterlandes geht natürlich vor. Begeben wir uns an die Arbeit, meine Herren. England bedarf unseres Schutzes. Sie wünschen? Ich bin ein Suchender und wünsche, den Reisenden zu treffen. Seid ihr Mr. Ronald Fester? Ja, der bin ich. Eure Suche ist beendet. Der Reisende wird euch empfangen. Tretet ein. Vielen Dank. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie ins Audienzzimmer. Sie haben es hier ganz schön dunkel. Ich kann kaum etwas sehen. Der Herr wünscht es so. Und nun kommen Sie, wir sollten den Reisenden nicht warten lassen. Er hasst Unpünktlichkeit. Wir wollen es doch nicht riskieren, dass er Ihren Besuch vorzeitig abbricht. Um Gottes Willen, nein! Das würde ich mir nie verzeihen. Treten Sie durch den Perlenvorhang. Setzen Sie sich auf den freien Stuhl, bewegen Sie sich nicht, sagen Sie nichts. Warten Sie einfach, bis der Reisende den Raum betritt und Platz genommen hat. Sprechen Sie erst, wenn das Wort an Sie gerichtet wird. Ich habe verstanden. Gut. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Fester. Leben Sie wohl. Danke. Mein Gott, ist das heiß hier drin wie in einer Sauna. Und finster ist es noch dazu. Dann wollen wir mal hoffen, dass dieser Reisende tatsächlich so gut ist, wie alle behaupten. Sie sind ein Mann, der seinen eigenen Weg geht. Wünsche und Anweisungen anderer ignorieren Sie, wenn es Ihrem Vorteil gereicht. Sind Sie der Reisende? Ich habe bereits viel von Ihnen gehört. Halb London schwärmt von Ihrem Können. Sie haben die Anweisungen meines Dieners nicht befolgt. Ich bin gewillt, Ihren Besuch auf der Stelle zu beenden. Hören Sie, ich habe Ihnen eine gehörige Summe Geld in den Rachen geworfen. Da erwarte ich von Ihnen, dass Sie das tun, was ich Ihnen sage. Sie verkennen die Lage. Schließlich sind Sie hier der Bittsteller und nicht ich. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind es doch Sie, der den Kontakt zu Ihrer verstorbenen Frau und Ihrem dahingeschiedenen Großonkel sucht, nicht wahr? Woher wissen Sie davon? Ich habe mit niemandem über mein Anliegen gesprochen. Sie vergessen, ich bin der Reisende zwischen den Welten. Für mich gelten nicht dieselben Gesetze wie für Normalsterbliche, wie Sie einer sind. Geld hilft Ihnen bei Ihren Wünschen nicht weiter, Mr. Fester.
Sollten Sie sich es mit mir verderben, werden Sie niemanden finden, der Ihnen hilft. So einfach ist das, Mr. Fester. Verstehen Sie mich? Ich verstehe. Vollkommen. Vielleicht fangen wir einfach noch einmal ganz von vorne an. Was meinen Sie? Schön. Noch ein Fehlverhalten und Ihr Besuch ist beendet. Also, was möchten Sie von Ihren verstorbenen Angehörigen wissen? Welche Fragen treiben Sie um, Mr. Fester? Mich treiben insbesondere zwei Fragen an die Verstorbenen um. Von meinem Eheweib möchte ich erfahren, ob sie mit einer neuen Eheschließung einverstanden ist. Von meinem Großonkel wünsche ich mir eine Antwort darauf, wohin die größeren Summen aus dem Familiennachlass verschwunden sind, die seit seinem Tod unauffindbar scheinen. Wie ich sehe, haben Sie klare Vorstellungen, welche Antworten Sie sich aus dem Jenseits erhoffen. Und wieder zeigt sich, dass Ihre Interessen im Vordergrund stehen. Sehr gut. Das sind nun einmal jene Fragen, die mich derzeit umtreiben. Können wir nicht ein wenig mehr Licht machen? Ich kann kaum etwas erkennen. Und von Ihnen sehe ich nicht mehr als einen Umriss. Ich bedauere, ich leide an einer schweren Augenerkrankung. Jegliche Art von Licht bereitet mir große Schmerzen. Nur in Räumen wie diesem ist es mir möglich, meiner Arbeit nachzugehen. Verlieren wir keine weitere Zeit und beginnen wir mit der Kontaktaufnahme. Bei den Temperaturen in diesem Raum habe ich keine Einwände. Beginnen Sie endlich. Wie kann man bei dieser Hitze nur einen klaren Gedanken fassen? Wozu die Glocke? Oh, sie informiert meinen Diener, dass wir mit der Sitzung beginnen können. Er wird die letzten Vorbereitungen treffen. Ah, das Licht blendet mich. Was schafft Ihr Lakai da aus dem Zimmer? Was soll das alles? Beruhigen Sie sich, Mr. Fester. All dies geschieht aus einem bestimmten Grund. Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und öffnen Sie Ihren Geist. Gut, bringen wir es endlich hinter uns. Atmen Sie tief ein. Lassen Sie die Sorgen des Alltags hinter sich und öffnen Sie eine Tür für einen Kontakt ins Jenseits. Soll das alles sein? Ruhe. Wir benötigen absolute Ruhe. Atmen Sie tief ein und stellen Sie sich die Gesichter Ihrer Lieben vor, von denen Sie sich Antworten erhoffen. Ich spüre, wie etwas von der anderen Seite mit uns in Verbindung zu treten wünscht. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Fragen formulieren, Mr. Fester. Was ist das plötzlich für ein Staub in der Luft? Man kann kaum atmen. Und was ist mit Ihrer Stimme? Sie klingt, als hätten Sie eine Decke im Mund. Ich versichere Ihnen, es ist alles in bester Ordnung. Atmen Sie ruhig weiter und konzentrieren Sie sich auf Ihre Fragen. Ich versuche es. Sarah, du weißt, deine Meinung war mir all die Jahre ein Kompass, bevor ich dich auf so tragische Weise verloren habe. Diese Hitze und dieser Staub verklebt mir Mund und Nase. Wo war ich? Sie waren bei Ihrer Frau. Sie wollten Ihren Rat einholen. Versuchen Sie es einfach noch einmal. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mir geht es, glaube ich, nicht gut. Ich bekomme schlecht Luft. Ich glaube, es ist besser. Wir setzen unsere Sitzung ein anderes Mal fort. Mir ist speiübel. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, können wir gerne an einem anderen Tag fortfahren. Die Toten haben viel Zeit. Verzeihen Sie mir den schlechten Scherz. Soll mein Diener Sie nach Hause begleiten? Nein, schon gut. Ich schaffe es allein. Ich werde mir eine Droschke nehmen. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bitte Sie, Mr. Fester. Sie machen mir doch keine Umstände. Ruhen Sie sich aus und kommen Sie wieder, wird Sie sich besser fühlen. Was ist mit Ihrem Gesicht? Das ist ja furchtbar. Sie müssen sofort einen Arzt aufsuchen. Mein Gesicht? Was soll mit meinem Gesicht sein? Es ist alles in bester Ordnung. Ich glaube, sie hat es schlimmer erwischt als gedacht. Das kann nicht sein. Sowas erträgt kein Mensch. Nun sieht es aus, als würden Sie sich häuten wie eine Schlange. Was sind Sie? Sie brauchen umgehend Hilfe. Ich werde meinen Diener rufen. Mr. Fester ist nun soweit. Sie können ihn nach draußen begleiten. Sehr wohl. Was haben Sie da gerade gesagt? Bereit wofür?
Was ist das für eine Kreatur, die Sie da in Ihren Diensten haben? Es schaut aus wie ein zu groß geratenes Nagetier mit räudigem Fell und zu großen Zähnen. Und diese Augen, diese blutunterlaufenden Augen. Ich werde mit diesem Monster nirgendwo hingehen. Aus dem Weg, ihr Monster! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Es ist so einfach, so verdammt einfach. Das Vieh kommt ahnungslos zur Schlachtbank. Aus dem Weg, ihr Kreaturen! Wo kommt ihr nur alle her? Pass doch auf, was war denn das? Lass mich in Ruhe! Haben Sie keine Augen im Kopf? Das ist ein Albtraum. Wo soll das nur alles noch hinführen? Und wir haben nichts. Einfach gar nichts. Tada! Es tritt ein. Englands wohl klügster und gerissenster Sonderermittler weit und breit. Der lauteste und vulgärste trifft es wohl erheblich besser. No, mon ami, was ist Ihnen Furchtbares über die Leber gelaufen, das eine solche Laune rechtfertigt? Was mir über die Leber gelaufen ist, wollen Sie wissen? Hier, lesen Sie. Dieses Dossier hat mich vor einer knappen Viertelstunde erreicht. Was ist das? Ich sagte, lesen Sie es. Wir drehen uns im Kreis. Wir stochern im Dunkeln ohne jeden Erfolg. Und unsere Gegner machen weiter mit ihrem finsteren Plan, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Bedauerlich. Wie es scheint, haben wir einen weiteren Toten. Dr. Peyton hat auch im Körper dieses Mannes die Pilzspuren nachgewiesen. Wissen wir schon, wer dieser Fester gewesen ist? Sagen Sie mal, White, wo haben Sie die letzten Jahre eigentlich gesteckt? Ich empfehle Ihnen dringend, sich über die oberen 10.000 unseres Landes eingehend zu informieren. Ronald Fester ist einer der beiden Inhaber der Southampton Battleships Limited. Sie beliefert die königliche Marine mit Kriegsschiffen. Also wieder ein wichtiger Aktivposten für den Erhalt des britischen Herrschaftssystems. Aus Ihrem Mund klingt es, als sei die Regierung unseres Vaterlandes etwas Schlechtes. Viele Nationen beneiden uns um unsere Errungenschaften, auch auf dem Gebiet der Politik. Und Sie reden, als hätten Sie einen üblen Geschmack im Mund. Kriegen Sie sich wieder ein, Holmes. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mit vielen Dingen in unserem herrlichen Königreich nicht einverstanden bin und habe dies auch öffentlich kundgetan. Sie vergessen vielleicht, dass ich nicht aus freien Stücken hier bin und somit nicht alle Ihre Ideen und Vorstellungen teile. Nichtsdestotrotz habe ich mich verpflichtet, Ihnen und letztendlich der Krone zu helfen. Und Sie werden es kaum glauben. Der kleine Schreiberling hat tatsächlich ein paar interessante Neuigkeiten zu verkünden, die eine heiße Spur bedeuten könnten. Ach ja, ist das so? Na, dann überraschen Sie mich, Wild. Beweisen Sie mir, dass ich mich richtig entschieden habe, als ich Sie vor dem Gefängnis bewahrt habe. Und ob ich mir tatsächlich auch weiterhin Ihre hetzerischen Reden anhören sollte. Na, jeder von uns muss Opfer bringen. Das Ihre ist es, meinen verkommenen Charakter zu ertragen. Bevor ich berichte, brauche ich einen Drink. Meine Kehle ist ganz trocken. Das habe ich jetzt gebraucht. Möchten Sie auch eine Zigarette? Nein, möchte ich nicht. Erzählen Sie endlich und verschwenden Sie nicht meine kostbare Zeit. Ich habe noch andere Aufgaben, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. Also schön. Mir ist es tatsächlich gelungen, mit dem Kutscher von Trellos ins Gespräch zu kommen. Eine harte Nuss, das können Sie mir glauben. Er wollte erst nicht so recht raus mit der Sprache, wohin er seinen Herrn gefahren hat. Ich fürchtete schon, es könnte womöglich ein Bordell sein. Wild, kommen Sie zur Sache. Mich interessieren die Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Schon gut. Also, der Mann hat auf jeden Fall große Angst davor, seine jetzige Herrin könnte erfahren, wo Sie an jenem Tag gewesen sind. Mr. Trellos war nämlich ein Anhänger des Spiritismus, was seine Gattin als eingefleischte Protestantin und Kirchengängerin auf das Tiefste verabscheute und missbilligte. Was dafür sorgte, dass niemand davon erfahren durfte, dass der Earl trotzdem in schöner Regelmäßigkeit die verschiedensten Medien im Großraum London aufsuchte und dort ein nicht unerhebliches Vermögen zurückließ.
An jenem Abend entschied er sich zu einem Besuch bei einem Medium, über das hinter vorgehaltener Hand bereits die gesamte Stadt spricht. Den Reisenden zwischen den Welten. Diesen Namen höre ich zum ersten Mal. Aber ich erkenne noch nicht wirklich, wohin uns das führen soll. Erinnern Sie sich noch daran, was uns Dr. Peyton darüber erzählte, wie lange es dauern würde, bis die halluzinogenen Eigenschaften des Pilzes zum Tragen kämen? Nur wenige Stunden im Höchstfall. Dieses Detail ist mir nicht entgangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Domizil dieses Reisenden auch jener Ort ist, an dem sich Trellos mit den Sporen dieses Pilzes infiziert hat. Nehmen wir an, Sie liegen richtig mit Ihrer Vermutung. Wo wäre die Verbindung zu Tippett? Sie enttäuschen mich, Holmes. Na, das liegt doch auf der Hand. Auch Tippett fand es äußerst unterhaltsam, ein wenig mit den Toten zu plauschen. Das muss überprüft werden. Mit Verlaub, dieser Aufgabe bin ich bereits nachgekommen und so habe ich mit der Frau des guten Mr. Tippett sowie seinen wenigen Freunden und Bekannten gesprochen, die mir alle einhellig bescheinigten, dass der Spiritismus eine immer größere Rolle eingenommen hat. Ja, man kann geradezu von einer Sucht nach dem Übersinnlichen sprechen. Aus diesem Grund hatten sich bereits Freunde und Verwandte von ihm abgewandt, da sie seine Ansichten nicht teilten. Interessant. Und Sie gehen davon aus, auch Tippett war bei diesem Reisenden zwischen den Welten? Ich gehe nicht nur davon aus, ich weiß es. Dies hier fand ich in einer der Schubladen seines Schreibtisches. Was ist das? Ein Flugblatt, in dem auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Reisenden hingewiesen wird und wo man ihn im Bedarfsfall konsultieren kann. Ich bin beeindruckt. Das war erstklassige Ermittlungsarbeit. Sagen Sie, wie ist es Ihnen gelungen, an den Schreibtisch des Mannes zu kommen? Ich habe die reizende Gattin des Dahingeschiedenen einfach darum gebeten. Dieses junge Ding drängte sich geradezu auf, mir behilflich sein zu dürfen, nachdem es mir gelungen war, sie zu trösten und über ihren großen Verlust hinwegzuhelfen. Wild! Die Frau ist Witwe, hat erst vor kurzer Zeit ihren Mann verloren. Und Sie machen sich diesen Umstand auf schändliche Weise zunutze, indem Sie die arme Frau verführt haben. Seien Sie versichert, sie lechzte geradezu nach etwas körperlicher Nähe. Es musste niemand überredet werden. Genug! Erzählen Sie mir lieber, wo wir diesen seltsamen Reisenden antreffen können. Laut dem Flugblatt residiert er in einer Villa in Mayfair. Sagten Sie Mayfair? In Mayfair ereignete sich auch der Unfall, bei dem dieser Fester ums Leben kam. Das kann kein Zufall sein. Das sehe ich auch so. Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren und müssen uns an die Ausarbeitung eines Plans machen, um diesem Medium zu Leibe zu rücken. Ich bin Ihnen erneut einen Schritt voraus. In meinem Kopf hat bereits ein Plan Gestalt angenommen, der es uns problemlos ermöglichen sollte, dem geheimnisvollen Reisenden auf den Zahn zu fühlen. Ich bin gespannt, welch wirre Ideen Sie mir jetzt wieder präsentieren werden. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Beatrix Fitzgerald einer Villa in Mayfair ihre Aufwartung macht und um Kontakt zu ihrem kürzlich verstorbenen Mann bittet. Natürlich gehört Lady Beatrix zu den wohlhabendsten und machtvollsten Frauen Schottlands und den gesamten britischen Inseln. Mir ist keine Adelige dieses Namens bekannt. Außerdem verbietet es sich, Zivilisten in diese Angelegenheit zu verwickeln. Wir werden wohl oder übel einen anderen Plan ersinnen müssen. Das müssen wir keinesfalls, denn die arme Witwe aus dem schottischen Hochland wird niemand anderes als meine Person sein. Niemand wird Verdacht schöpfen. Lady Beatrix wird unseren Gegnern als leichte Beute erscheinen und sie in Sicherheit wiegen. Sie können ja nicht ahnen, dass sie den Wolf im Schafspelz in ihr Haus lassen. Eines muss man ihnen lassen. Sie sind wirklich von sich überzeugt. Dann wollen wir mal hoffen, dass Lady Fitzgerald eine überzeugende Witwe abgibt. Denn obwohl ihr Plan riskant ist, könnte er tatsächlich funktionieren. Das wusste ich doch schon, als ich diesen Raum betreten habe. Also machen wir uns an die Arbeit und gebieten dem mörderischen Gärtner und seinem dämonischen Pilz Einhalt. Hätte ich geahnt, wie unpraktisch diese Verkleidung sein würde, hätte ich eine andere gewählt. Man kann sich ja kaum bewegen. Ich komme mir wie eine Zwiebel vor bei all den Kleidungsschichten, die man über mich gestülpt hat. Hören Sie auf, sich zu beschweren. Meine Kontakte haben es mir erlaubt, Lady Beatrix Fitzgerald zum Leben zu erwecken.
Geburtsurkunde, Eintrag ins Kirchenregister, Heiratsurkunde, alles echte Dokumente und keine Fälschungen. Außerdem haben wir den Kontakt über einen Mann herstellen lassen, der sich als ihr Leibdiener ausgegeben hat und bereits seit Jahren in dieser Rolle tätig ist und an sensibler Stelle Informationen sammelt. Auf dieser Seite sollten wir also sicher sein. Sie müssen wirklich ein sehr mächtiger Mann sein, wenn es Ihnen in kürzester Zeit möglich ist, all dies zu arrangieren. Ich möchte Sie niemals zum Feind haben. Viele, die diesen Fehler begangen haben, taten dies kein zweites Mal. Wir sollten nun keine Zeit verlieren. Schließlich sollten Sie pünktlich zu Ihrem Rendezvous mit dem Übernatürlichen erscheinen. Dann wollen wir uns mal in die Höhle des Löwen begeben. Puh, was ist das noch für eine drückende Hitze in diesem finsteren Kapuff? Die Luft in einem marokkanischen Bordell ist dagegen eine angenehme Frühlingsbrise. Was verschlägt eine britische Lady in die Lasterhöllen des afrikanischen Kontinents? Oh, Sie haben mich belauscht. So etwas schickt sich nicht für einen Gentleman. Ach, kein Grund zur Aufregung. Von mir wird niemand erfahren, dass auch eine Dame einmal die Wahl ihrer Worte vergisst. Aber was kann ich für Sie tun, Lady Fitzgerald? Ich muss sagen, es wurde selten zuvor so vehement um einen Besuch bei mir gebeten wie in Ihrem Fall. Dazu bin ich verwundert, dass mein Ruf bereits nach Schottland gedrungen ist. Für mein Ansinnen gibt es nur einen, der mir helfen kann. Der Beste in seinem Metier, also niemand anderer als Sie. Sie schmeicheln mir, doch dafür bin ich leider nicht empfänglich. Normalerweise empfange ich nur Menschen, die ich bereits mehrmals zuvor getroffen habe und ich mir einen Eindruck von meinem Gegenüber gemacht habe. Ich muss sagen, letztendlich war es nur die exorbitante Summe, die Sie mir überlassen haben, die mich umstimmen konnte, Sie vorzulassen. Also frage ich noch einmal, wer hat Ihnen von meiner Person erzählt? Wenn es denn unbedingt Ihr Wunsch ist, so sollen Sie es erfahren. Ich habe erst vor wenigen Wochen meinen Mann zu Grabe getragen. Auf der Trauerfeier waren auch viele alte Freunde und Bekannte aus dem fernen London zu Gast. Sie sahen, wie ich unter dem Verlust meines Gatten litt und erzählten mir von den spiritistischen Sitzungen, die in London seit einiger Zeit großen Anklang finden. Ich war sofort Feuer und Flamme, denn sah ich doch eine Möglichkeit, meinem Mann auch über den Tod hinaus nahe sein zu können. Von Ronald Fester, einem langjährigen Freund der Familie, hörte ich, am besten wendet man sich an Sie. Denn bei Ihnen sei der Erfolg nahezu garantiert. Fester also, ich verstehe. Mir war nicht bekannt, dass er freundschaftliche Beziehungen nach Schottland unterhielt. Mein Mann kannte Ronald von seiner Zeit aus Cambridge. Sie waren Jugendfreunde. Nachdem ich so von Ihnen erfahren hatte, setzte ich alle Hebel in Bewegung, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sie glauben ja nicht, wie sehr mir mein Mann fehlt. Ich ertrage den Schmerz kaum und jeder Tag auf Erden fällt mir schwer ohne ihn an meiner Seite. Ich verstehe. Das ist wirklich eine schwere Bürde, die Sie da zu tragen haben, Mrs. Fitzgerald. Sie sind wirklich der Gentleman, als der Sie mir beschrieben wurden. Außerdem sind Sie eine ganz ausgezeichnete Schauspielerin, meine Liebe. Wirklich eine beeindruckende Vorstellung, das muss man Ihnen lassen. Ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Was ich meine? Ich bitte Sie, stellen Sie sich doch nicht dümmer, als Sie sind. Aber schön, wenn Sie an Ihrer Geschichte festhalten wollen, steht Ihnen das natürlich frei. Allerdings ist Ihnen in Ihrer Geschichte ein kleiner Fehler unterlaufen, der Sie nun das Leben kosten wird. Wie bitte? Ich habe mich wohl verhört, Sie Rüpe. Das Ganze ist wirklich unterhaltsam, verliert aber nach einer gewissen Zeit seinen Reiz. Wissen Sie, es ist schon verwunderlich. Wie aus dem Nichts betritt eine Adelige die Bildfläche, die auf einen beeindruckenden Stammbaum zurückblicken kann und über den besten Leumund verfügt. Wenn man allerdings Erkundigungen über diese Frau in den besseren Kreisen der Stadt einholen will, so hat noch niemand jemals von ihr gehört. Seltsam, nicht wahr? Ich habe die letzten Jahre in Schottland verbracht. Unser Familiensitz liegt sehr abgelegen. Aber natürlich, das erklärt es selbstverständlich. Bin allerdings sehr gespannt,
wie Sie mir erklären wollen, dass Ihr angeblich verstorbener Mann nirgendwo in Erscheinung getreten ist. Es scheint ihn einfach nicht zu geben. Keine Akten, keine Bekannten, noch nicht einmal das Grab war ausfindig zu machen. Seltsam, oder? Aber damit nicht genug. Auch eine Familie Fitzgerald aus den schottischen Highlands, aus besseren gesellschaftlichen Verhältnissen, ist vollkommen unbekannt. Für wen auch immer sie arbeiten. Er hat schlampige Arbeit abgeliefert. Sie können also ihre Scharade aufgeben und mir verraten, wer sie wirklich sind. Wie ich leider zu meinem Bedauern feststellen muss, sind Sie wirklich erstaunlich gut unterrichtet. Allerdings muss ich Sie enttäuschen. Ich kann leider nicht preisgeben, wer mich in diese Höhle des Löwen geschickt hat. Dann verraten Sie mir doch bitte, was Sie auf unsere Spur gebracht hat. Wir waren wirklich sehr auf Diskretion bedacht und eigentlich dürfte es niemandem gelungen sein zu erkennen, dass die Unfälle gar keine waren. Die Idee, einflussreiche Persönlichkeiten zu beseitigen, die dem Spiritismus anhängen, ist so einfach wie genial. Allerdings machten auch Sie Fehler. Leider wirkten die Sporen Ihres herrlichen Pilzes nach einer kurzen Zeit, so dass man den Zeitraum eingrenzen konnte, wo und wann sich die Opfer infiziert hatten. Außerdem waren Sie sich Ihrer Sache so sicher, dass Sie nicht mit einem Gerichtsmediziner rechneten, der die Pilzsporen tatsächlich als das einordnen konnte, was sie tatsächlich sind. Eine heimtückische Waffe. Sie wissen viel mehr, als ich vermutet habe. Umso wichtiger ist es, Sie verschwinden zu lassen. Meine Aufgabe hier hat zu gut begonnen, um sie jetzt wegen Ihnen aufgeben zu müssen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich allein handle. Dann sind Sie dümmer, als ich gedacht habe. Außerdem, wie wollen Sie mich denn beseitigen? Mit Ihrem schicken Pilz? Darauf bin ich vorbereitet. Aber nein, das wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Mein Diener wird Sie schnell und effizient ins Jenseits befördern. Ihr habt mich rufen lassen? Es ist an der Zeit, dass die Lady, oder wer auch immer sich unter diesen Röcken verbirgt, ihrem Schöpfer gegenübertritt. Wie Sie befehlen. Was erlaubst du dir, Bursche, eine Dame im Dunkeln einfach begrapschen zu wollen? Na, das wirst du mir büßen. Es ist Zeit, sich nicht mehr allein auf die Waffen der Frauen zu verlassen. In dem Schirm war eine Klinge verborgen. Ihr habt sie meinem Diener ohne zu zögern in die Kehle gestoßen. Na warte, dann bringe ich dich halt selbst um. Ich knalle dich einfach über den Haufen. Das werde ich nicht zulassen. Es wird Zeit, dass ich endlich zu sehen bekomme, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Nicht die Maske! Dann wollen wir doch mal sehen, wie hässlich du tatsächlich bist. Vorsicht! Stoßen Sie nicht die beiden Glasglocken um! Darunter ist der Pilz! Was haben Sie getan? Die Sporen verteilen sich überall im Raum! Ah! Sie Mistkerl, Sie verdammter Mistkerl! Das war mein Todesurteil! Vielleicht nutzen Sie Ihre letzten klaren Momente, um mir zu erzählen, was Sie zu Ihrem Handeln getrieben hat. Ich bin kein Verräter! Von mir werdet ihr nichts erfahren! Was für eine Sauerei. Aber vielleicht besser so. Ich hätte auch kein Interesse daran gehabt, zu warten, bis die ersten Wahnvorstellungen einsetzen. Ah, hierher haben Sie sich zurückgezogen. Naheliegend, wenn man Ihre wahre Profession kennt. Mir stand nicht der Sinn nach Gesellschaft. Darf ich Ihnen auch ein Glas Wein anbieten? Sehr gern. Es war ein langer Tag. Ich bin erst vor wenigen Minuten von Scotland Yard zurückgekehrt. Hier, nehmen Sie. Danke. Köstlich. Was Sie da geleistet haben, war erstaunlich mutig, aber auch erstaunlich dumm. Ich hatte keine Wahl. Unsere Gegner wussten von Anfang an Bescheid. Hätte ich nicht reagiert, wäre ich jetzt tot. Wir müssen davon ausgehen, dass er Helfer in unseren Reihen hatte. Sie haben ja recht. Nur zu dumm, dass beide Männer die Begegnung mit Ihnen nicht überlebt haben. Leider sehe ich es wie Sie. Ich fürchte, es gibt einen Maulwurf. Sie haben wohl beide meine Talente unterschätzt. Ich denke, Sie haben einfach verdammt großes Glück gehabt. Das ist alles. Ich hoffe dennoch, dass nicht alles umsonst gewesen ist. Nein, das sicherlich nicht.
Der Pilz konnte sichergestellt und dem Botanischen Institut Ihrer Majestät übergeben werden. Dort wird man ihn genau studieren und anschließend für immer verschwinden lassen. Oder ihn bei passender Gelegenheit gegen die Feinde Englands einsetzen. Bitte halten Sie mich nicht für naiv. Wie auch immer. Außerdem hat man eine weitere Pflanze sichergestellt. Sie befand sich in der zweiten Glasglocke. Sie ist nachtaktiv, deshalb auch die Dunkelheit in dem Zimmer. Sind beide Pflanzen in Kontakt zueinander, besteht keine Gefahr. Sie leben in einer Art Verbindung miteinander. Einer der Wissenschaftler nannte es Symbiose. Wird diese Verbindung jedoch gekappt, beginnt der Pilz seine Sporen freizusetzen und sich einen neuen Wirt zu suchen. In unserem Fall die ahnungslosen Besucher des Reisenden zwischen den Welten. Konnte man seine Herkunft mittlerweile klären? Nicht mit letzter Gewissheit. Durch die Herkunft des Spiritisten konnten wir es allerdings eingrenzen. Wir sind uns mittlerweile sicher, dass der Pilz aus einem der Regenwälder Südamerikas stammt. So? Wer ist denn dieser merkwürdige Reisende? Antonio Gravon, argentinischer Staatsbürger. Er hält sich seit einigen Monaten im Land auf. Wer der andere Mann ist, konnten wir bisher nicht klären. Er hatte keine Ausweisdokumente oder persönliche Gegenstände bei sich. Lediglich dies hier fanden wir in einer spartanischen Kammer im rückwärtigen Teil der Villa. Sieht aus wie ein Talisman eines primitiven Urwaldvolkes. Was die Theorie mit dem südamerikanischen Regenwald weiter untermauert. Abschließend wird nicht genau zu klären sein, woher dieser Gegenstand und sein Besitzer gekommen sind. Es hat ganz den Anschein. Konnten wir eigentlich etwas in Erfahrung bringen, was diesen Gravon dazu getrieben hat, Angst und Schrecken unter der britischen Aristokratie zu verbreiten? Im Schlafzimmer Gravons fanden wir einen alten Sekretär aus dem 16. Jahrhundert. Als einige Mitarbeiter von Scotland Yard versuchten, ihn zu öffnen, mussten sie auf unliebsame Art und Weise feststellen, dass das Möbel mit einer Vielzahl hinterhältiger Fallen gesichert war. Einem der Männer das Leben und einem anderen das Augenlicht kosteten. Dann dürfte der Inhalt von einiger Brisanz gewesen sein. In der Tat. Hier. Lesen Sie. Die Dokumente wurden von Gravon zusammengestellt. Ich beginne, den Mann zu verstehen. Was diese Männer mit seiner Mutter und seiner Familie angestellt haben, erklären seinen Hass auf England. Leider sind die Leben der Indios für viele Weiße in den Ländern Südamerikas immer noch nicht viel wert. Da fragt man sich, wer eigentlich die Wilden sind. Der Vater von Gravon war diesen Unterlagen zufolge jedoch Argentinier. Andernfalls wäre es ihm sicherlich auch kaum möglich gewesen, das Land zu verlassen. Wenn Sie mich fragen, ist dies alles bei genauerer Betrachtung doch recht sonderbar. Ein skurriler Einzelfall? Das war ich auch zunächst bereit zu glauben. Dann fanden wir jedoch dies in einem weiteren Geheimfach des Sekretärs. Was ist das? Schauen Sie es sich in aller Ruhe an. Es ist eine Art Plakette. Es wurde etwas hineingraviert oder wohl noch eher geätzt. Richtig. Es sind 7 im Kreis angeordnete Krähen, die um einen ausbrechenden Vulkan angeordnet sind. Von solch einem Symbol habe ich noch nie zuvor gehört. Was bedeutet es? Mir war es bisher auch vollkommen unbekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass es einer bestimmten Organisation als Erkennungszeichen dient. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Die Plakette befand sich in einer Schatulle, in der sich ein in Latein abgefasstes Schreibstück befand. Die Übersetzung lautet: Tritt in den Kreis, der Zirkel der 7 heißt dich willkommen. Die Worte sagen mir leider nichts. Ich sehe es als die erste Karte, die unser Gegner offengelegt hat. Wir kennen nun den Namen unseres Feindes. Der Zirkel der 7? Wissen wir mehr über diese Vereinigung? Nein. Doch ich bin mir sicher, es wird nicht lange dauern, bis wir erneut von ihm hören werden.